Ihr seid bereit, ihr habt Bock. Also, das neue Video, Alagata zaubert. Ah, den Knobber, das ist die Shit. Let's go. Ihr seid bereit. Seid ihr bereit? Alagata, Junge. Ich kenne nur Alligator, Junge, mit von Sido den. Money, 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 Money. Du bist ein Bild von Money. Mir tut es weh. Ich sag, oh je. Wir gehen rein ins Sascha-Video. Ihr habt Lust? Okay, let's go. Heute ist wieder soweit. Heute hat mir Luca mal wieder Jodler zukommen lassen. In welchem Jahr gab es den ersten selbstgebastelten Adventskalender? Ich hab 300 nach Christi Geburt. Das ist doch mein sexy Adventskalender. Den hab ich doch auch. Das ist doch mein sexy. Türchen 1 Dildo. Türchen 2 Klebeband. Ich hab's nicht verstanden. Und Türchen 3 Haargummis. Ich bin on demand bei dem verdammten Adventskalender. Ich hab den. Das heißt, auch heute schauen wir mal wieder nach, was der ein oder andere Student so dagelassen hat. Cheers. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Jodler. Let's go. Dieser Moment, wenn du im Umkreis von 5 Kilometern keine Damen auf Tinder findest, weil dein Anwesen einfach viel zu groß ist. Wer hat denn ein Anwesen, wo im Umkreis von 5 Kilometern nichts ist? Der Räuber Hotzenplotz vielleicht, Sascha. Der wohnt nämlich im Wald. Warum soll's das nicht geben? Finsterdorf raus, Dunkelwald rein, 5 Kilometer, kein Schwein! Außer vielleicht eine Wildsau! Ja, willkommen. Agatha hat wieder gezaubert. Und jetzt nach Geschichten aus dem Polanergarten. Endlich! Geschichten aus dem Leben eines hässlichen Tinder-Date. Sie erblickt mich von weitem, geht auf mich zu und sagt schon im Gehen: Tinder ist halt auch einfach voll nice, um Freunde zu finden. Wer geht auf die Sexy-Plattform, sag ehrlich, und schreibt, wenn jemand fragt, was suchst du hier? Einfach nette Kontakte. Wir Männer wissen, wenn eine Frau antwortet mit: Oh, ich suche einfach, um mich nett zu unterhalten, mir ist egal, ob Mann oder Frau. Gespräch auflösen. Weg! Ein dickes F für den gefallenen Bruder, holy shit. Fremder Typ in der Bahn, coole Haarfarbe, ist aber nicht deine Naturhaarfarbe, oder? Ist bestimmt gefärbt. Top. Meine Schwester hat gerade ihren dritten Freund in 6 Monaten. So ein geiles Produkt. Sie hat sich gestern beim Abendessen beschwert, sie hätte Halsschmerzen. Da hat mein Vater einfach gefragt, ob sie auch Knieschmerzen hätte. Ah, chillige Familie, chilliger Dad, Grüße gehen raus. Aber ist doch nett vom Papa. Der macht sich Gedanken um seine Tochter. Was soll daran jetzt wieder lustig sein? Ist doch nett. Ich würde mein Kind das auch fragen. An diese Familie. Ich liebe Jodel. Hab mein Kumpel für mich tindern lassen. Er sagt, er habe gerade einem hotten Mädchen ein Super-Like gegeben. 5 Minuten später WhatsApp von meiner Cousine, ob ich dumm bin. Bei allem, was mit meiner Familie zu tun hat, spricht für mich nur noch mein Anwalt. Muss ein guter Anwalt sein. Der boxt dich raus aus der Scheiße. Das muss ein guter Anwalt sein. Let's go, Ruhe. Das ist der Mann, der euch Lebenstipps. Hört zu, was der euch zu sagen hat. Die Frau von deinem Stiefvater ist doch nicht deine Mutter. Du kannst doch mit der Frau von deinem Stiefvater machen, was du willst. Chaka, chaka. Mein Anwalt ist einfach der Beste. Er zu dir. Kein Problem. Und zu mir. Sie. Brüder fallen wieder in dieser Episode. Papa, wie hast du Mama kennengelernt? Ja, puh. RTL hat mir 22 Frauen hingestellt und ich habe mir die Bumsbarste rausgesucht. Mein RTL. Hey! Können wir bitte ganz kurz ein bisschen romantische Stimmung haben? Dankeschön. Du bist für mich das Salz auf meiner Brezel. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal Unsympathisch TV noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt: Frau von meinem Stiefvater übertrieben hot finde. Männlich 20. Du findest die Frau von deinem Stiefvater extrem hot. Fühl ich, Digga. Die Frau von deinem Stiefvater ist deine eigene Mutter.
Was? Sweet Home Alabama. Fühl ich, Digga. Chaka, chaka. Geiles Video, Sascha. Ich muss echt sagen. Also der Anwalt wirklich, ohne Scheiß. Wirklich, das ist der Anwalt. Wer hat das Video rausgerissen? Der Anwalt, ne? Warte mal. Bester Anwalt deines Vertrauens. Jawohl. Baby, ein Anwalt. Kinders, da wollte ich nicht wissen, was der die Stunde kostet. Was so ein Anwältchen die Stunde kostet, ist unbezahlbar. Ja, kann er